Der Keynote Speaker, freue ich mich persönlich auch sehr, sehr, dass er es geschafft hat. Er wird uns einen Vortrag über Biohacking halten. Ich bin mal gespannt, was es ist. Ich persönlich habe davon noch nie was gehört. Und er wird ein bisschen was darüber erzählen, wie wir im digitalen Zeitalter gesund bleiben. Das ist natürlich ein Thema, was uns allen am Herzen liegen sollte, denn letzten Endes können wir auch nur vernünftig arbeiten, wenn es uns mental und körperlich gut geht. Deswegen begrüße ich jetzt recht herzlich auf der Bühne Alexander Metzler. Dankeschön. 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 Ich freue mich total, hier zu sein. Was eine schöne Anmoderation. Ganz toll. Das ist wirklich ein super Empfang. Vielen, vielen Dank. Ich switch mal zum Vortrag. Ach, Schlag auf Schlag. Schön. Schön. So, wo ist mein Mäuschen? Wo ist Mäuschen? Wo bist du? Ach, mein Mäuschen ist weg. Wo bist du? Das will einfach nicht kommen. Vielleicht muss ich meinen Rechner nochmal neu starten. Das dauert dann so 10 Minuten ungefähr. Und dazu, jetzt haben wir es doch. Sehr schön. Ja, dann können wir starten. Gesunde Biohacks im digitalen Zeitalter heißt meine Keynote, die ich für euch mitgebracht habe. Ganz kurz zu mir, wie passe ich in den Kontext, weil ich gestern da auch angesprochen worden bin und mich auch gefreut habe über die Frage, wer bin ich eigentlich, was mache ich eigentlich und wie fitte ich eigentlich hier rein in dieses Joomla-Ding. Ich habe 2003 eine kleine Agentur gegründet, bin irgendwann nach Frankfurt mit meinem Büro, mache Webseiten, mache Printdesign, mache Corporate Design, habe Webseiten dann seit 1.5 mit Joomla gemacht, war 2007 zum ersten Mal auf dem Joomla Day in Hamburg und werde nach meinem Vortrag nochmal an der Stelle anknüpfen, wie es dann weiterging. Also bin auch phasenweise immer mal wieder stärker und schwächer involviert in die Community. Thema JUK Rhein-Main zum Beispiel ist so eine Herzensangelegenheit. Dann war ich auch mal in irgendwelchen Teams, das habe ich schon wieder vergessen, was ich da gemacht habe. Und ich war mal Vice President für eine Zeit lang, auch so eher so zufällig reingestolpert, aber es war eine sehr interessante Erfahrung. Durfte ich auch Vorträge halten für Joomla. Und was mir ein bisschen am Herzen liegt, aus eigener leidvoller Erfahrung, ist, dass das viele Arbeiten vorm Rechner und der Umgang im digitalen Zeitalter natürlich auch gewisse Risiken mit sich bringt, wenn man da nicht ein bisschen in die Balance kommt und guckt, wie man körperlich und mental fit bleibt, dann kann das auch so ein bisschen in eine unangenehme Richtung schwingen, das Pendel. Deswegen habe ich mich irgendwann mit verschiedenen gesundheitlichen Konzepten auseinandergesetzt, habe unter anderem das Biohacking für mich entdeckt und das möchte ich euch heute ein bisschen näher bringen. Hat jemand schon mal was von Biohacking gehört? Ruhig mal, so viel sind es gar nicht, okay. Macht jemand Biohacking von euch so aktiv? Also, ja, genau, ein bisschen, ja. Jemand so gar keinen Plan, was das so sein kann? Also gut gemischte Gruppe. Biohacking, wer von euch hat denn heute Morgen schon Kaffee getrunken? Ihr seid alles Biohacker, herzlichen Glückwunsch. Ohne es zu wissen, Biohacking, in dem Fall der Konsum von einer externen Substanz, in dem Fall Koffein, ne, nehmen wir, um uns wacher, konzentrierter zu fühlen, um aufzuwachen. Zumindest glauben wir das, dass das passiert. Es ist ein Molekül im Koffein, was sich ans Gehirn andockt und die Information verhindert, dass wir eigentlich müde werden. Das ist sozusagen so ein bisschen Fitness auf Raten. Wir wären eigentlich schon müde, aber wir wären es noch nicht, weil diese Rezeptoren besetzt sind von diesem Stoff, der im Koffein drin ist. Und wenn der sich irgendwann abbaut, dann kann dieser Müdigkeitsimpuls andocken im Gehirn und wir merken wieder, dass wir müde sind. Dann ist Zeit, den nächsten Kaffee reinzukippen und den nächsten Kaffee reinzukippen und so retten wir uns über den Bürotag. Das ist aber im Grunde genommen aktives Biohacking. Kaffee, da gibt es immer mal wieder Diskussionen, wie gesund oder wie ungesund ist Kaffee. Ist da hinten alles klar bei dir, Tobi? jetzt darf ich keinen Kaffee mehr trinken. Das ist vor lauter Schreck ist er umgefallen. Nee, du kannst ruhig noch Kaffee trinken. Es kommt ein bisschen auf die Menge an, sagt man. Also so 3-4 Tässchen über den Tag verteilt ist eigentlich völlig in Ordnung. Tipp von mir wäre so 15 Uhr, 16 Uhr aufhören, Koffein zu genießen, weil es dann doch eine recht lange Halbwertszeit hat und dann auch schon in die Schlafphasen am Abend eingreift. Und Schlaf ist ein sehr, sehr wichtiges Thema.
wie wir noch sehen werden. Jetzt gibt es auch Leute, die sagen, ja, ich kann aber auch abends noch 3 Espressi trinken und ich merke überhaupt nichts davon. Das mag so sein, aber es macht trotzdem wahrscheinlich was mit euren Tiefschlafphasen, die besonders wichtig sind für den Aufbau. Aber ja, das ist aktuell im Grunde genommen Biohacking durch den Konsum einer externen Substanz. Und dann gibt es die Art und Weise, seine Physiologie und mentale Gesundheit zu beeinflussen durch die Art und Weise, wie wir intern agieren, wie wir mit uns selbst agieren, die Art und Weise, wie wir in die Welt schauen, wie wir kommunizieren mit anderen, wie wir kommunizieren mit uns selbst, wie sorgsam, wie achtsam gehen wir mit uns um, ne? Mache ich sowas wie, wenn ich jetzt hier irgendwas falsch mache und dann denke ich mir so im Kopf sowas wie, oh, du Vollidiot, jetzt hast du es voll vermasselt und so. Oft gehen wir sehr, sehr harsch mit uns selbst um, wenn wir Fehler machen. Oder kann ich sagen zu mir selbst, oh, okay, das war jetzt vielleicht nicht dein bester Move, den du heute gemacht hast, aber so be it, wird dir keiner den Kopf runterreißen. Also auch dieses Achten darauf, was im eigenen System so vor sich geht, ist eine Art und Weise, wie wir unsere Physiologie und unsere mentale States positiv beeinflussen können. Um das ein bisschen besser zu verdeutlichen, lade ich euch ein, mit mir eine kleine Zeitreise zu machen. Wir nehmen mal den Kaffeesatz und schütten den mal in den Fluxkompensator rein und ein paar Bananenschalen vom Frühstück. Und dann gehen wir in unserem DeLorean mal ein, 400 Jahre zurück. Ich hoffe, ihr habt alle Zurück in die Zukunft gesehen, sonst macht das hier gerade absolut keinen Sinn, was ich hier rede. Habt ihr gesehen? Sehr gut, okay. Wir gehen 400 Jahre zurück in die Vergangenheit, ins Jahr 1622. Und dann nehmen wir uns mal eine random Person, der da so rumläuft, und dann sagen wir mal, du Mensch aus dem Jahr 1622, was bräuchtest du denn, um wirklich glücklich zu sein? Und an dem Punkt ist es gut zu wissen, dass eine Person im Jahr 1622 nicht zwingend 3-mal fettes Buffet am Tag hatte oder für jede Krankheit das richtige Medikament zur Hand oder für jede Wettersituation die richtige Ausrüstung. Es könnte also gut sein, dass so eine Person sowas sagen würde in etwa wie, ach, ich hätte gern ein Zauberkästchen. So eine Art magische Schatulle, und immer wenn ich den Deckel aufmache, fällt genau das raus, was ich mir gerade wünsche. Wenn ich sowas hätte, ich glaube, dann könnte ich wirklich glücklich sein. Und wenn ich demjenigen dann sage, ey, pass mal auf, ich komme aus dem Zeitalter, da haben wir alle so ein magisches Kästchen. Wir müssen noch nicht mal einen Deckel aufmachen. Uns reicht ein Tippen oder eine Wischbewegung und fast alle Wünsche werden erfüllt. Dann kann es doch gut sein, dass derjenige sagen würde, wow, also ihr müsst die glücklichste und friedvollste Menschheit sein, die je auf Erden gelebt hat. Ach, und das kann man immer mal, so einen Satz, den kann man mal fühlen, den kann man mal schmecken, und dann kann man sich selbst fragen, sind wir die glücklichste und friedvollste Menschheit, die je auf Erden gelebt hat? Naja, und optimistisch, jeha! Na, also wenn ich so in die Welt gucke, dann haben wir aktuell Krieg in Europa, krasse Geschichte, wir haben den Klimawandel, wo die Menschen auch nicht so ganz unschuldig dran sein sollen, wie man hört. Wir haben das Artensterben, das 6. Aussterben, wie es einige bezeichnen. Wir haben das Insektensterben. Also ich würde sagen, ja, geht so. Ne? Geht's, also es ist Luft nach oben offensichtlich. Und ich frage mich da halt manchmal, ob wir diese Hoffnungen in das, was wir im Außen finden, also in diesen materiellen Entwicklungen, in diesen technischen Innovationen, auf die wir natürlich alle heißen und mit denen wir auch alle arbeiten, aber ob da nicht so ein gewisses Ungleichgewicht sich entwickelt hat über all die Jahre und Jahrzehnte zwischen den Hoffnungen, die wir da reinsetzen, und dem Gefühl hier drin. Denn wenn wir hier drin glücklich sind, wenn wir ausgeglichen sind, wenn wir in Balance sind, dann sind wir unabhängiger von all diesen äußeren Reizen. Und das meine ich damit, wie wir in die Welt reingucken, ne? Wie abhängig sind wir von all diesen Dingen, wie viel messen wir dem eigentlich alles bei? Das auch mal immer kritisch zu hinterfragen. Um das noch klarer zu machen, würde ich sagen, wir gehen noch ein bisschen weiter in der Zeit zurück. Wir verabschieden uns von unserem Kollegen aus dem Jahr 1622, sagen vielen Dank, gehen diesmal richtig weit zurück, 5 bis 7 Millionen Jahre zurück in die Vergangenheit. Der eine oder die andere wird sich vielleicht noch daran erinnern, als wir uns auf der Suche nach dem Frühstück von Ast zu Ast gehangelt haben. Long story short, irgendwann hat jemand gesagt, ey, wir gehen mal da runter, wir gucken mal, was da in der Prärie los ist. Da war hohes Gras. Wir mussten uns immer weiter aufrichten, um nicht selbst zur Beute zu werden. Und wir haben festgestellt, oh, wir haben die Hände frei. Cool, dann können wir die nutzen, um einen Stein zu nehmen und den als Waffe einzusetzen oder als Werkzeug.
Und diese Werkzeuge haben wir weiter und weiter entwickelt bis heute zum Smartphone. Und auf dieser ganzen Reise haben wir uns immer weiter und weiter aufgerichtet. Bis heute. Heute geht ein bisschen was Merkwürdiges vor in der Menschheitsgeschichte. Der Mensch geht zurück in eine gebückte Haltung und schlimmer noch, manchmal macht er das den lieben langen Tag lang. Was hier ein bisschen lustig und übertrieben dargestellt ist, hat aber durchaus ernste Hintergründe. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen, wenn wir uns mal den Kollegen hier vornehmen, dass allein der Blick aufs Smartphone uns müde, antriebslos und vielleicht sogar depressiv machen kann. Und jetzt kann man sich fragen, wie kann das denn sein? Und der erste Gedanke wäre vielleicht, ja okay, das liegt vielleicht an all den Nachrichten, die wir den ganzen Tag um die Ohren gehauen bekommen. Das ist einer der Gründe. Aber ein anderer Grund ist ein ganz physiologischer. Und zwar, ich mache das jetzt mal ein bisschen übertriebener, wenn wir hier aufs Handy gucken und wir nehmen das Handy mal weg, dann habe ich die Körperhaltung von jemand, der antriebslos, müde und fast schon depressiv sein könnte. Die Schultern fallen nach vorne. Der Kopf hängt nach unten, der Rücken ist leicht nach vorne gebeugt. Und das Problem ist, Geist und Körper haben immer eine Wechselbeziehung miteinander. Das Gehirn lässt sich immer beeinflussen vom Körper und der Körper vom Gehirn. Wenn das Gehirn jetzt checkt, oh, der Chef, in dem Fall ich, der hat so eine merkwürdige Körperhaltung, der ist offensichtlich nicht gut drauf. Dann ist das Gehirn dazu da, das zu beweisen. Und dann geht das Gehirn hin und macht die Hähne zu von all diesen Wohlfühlhormonen. Ne? Serotonin, was uns gut fühlen lässt, Dopamin, was uns Antrieb machen lässt. Dann sagt das Gehirn, das machen wir mal schön zu, weil der Chef ist offensichtlich nicht gut drauf. Allein durch diese Körperhaltung. Das Gute dabei ist, und da kommen wir zum Biohacking, das funktioniert natürlich auch umgekehrt. Wenn wir eine Körperhaltung annehmen, die offen ist, wenn wir die Brust rausstrecken, wenn wir viel Raum einnehmen, wenn die Hände friedlich und locker baumeln, wenn wir neugierig mit erhobenem Kopf in die Welt reingucken, dann registriert es das Gehirn auch und sagt, Chef, also in dem Fall wieder ich, ist gut drauf, das wollen wir mal beweisen und lässt ein paar gute Hormone fließen. Also allein durch die Art, wie wir uns halten im Leben, deswegen funktioniert zum Beispiel auch Yoga sehr gut, weil Yoga viel auch mit Geometrie macht, mit Körpergeometrie oder so Sachen wie Tai Chi, wo es fließende harmonische Bewegungen gibt. Das alles beeinflusst sich wechselseitig, geistig und körperlich. Und auch das ist im Grunde genommen aktives Biohacking. Jetzt ist das alles erstmal schön zu hören und relativ theoretisch. Gehen wir mal in die Praxis und gucken uns mal gemeinsam so einen typischen digitalen Tag an, der beispielhaft ist, natürlich nur am Hand vom Modell, aber der eine oder die andere wird sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle wiedererkennen. Wir werden ein paar Herausforderungen identifizieren und wir werden auch gucken, was gibt es denn für Lösungen. 6.15 Uhr, wer lässt sich denn von euch morgens mit dem Smartphone wecken? Ruhig mal Hände hoch, ehrlich sein. Ja, würde ich sagen, Quote, oh, 75% würde ich sagen. Ja, klar, das ist bequem, man hat es dabei. Wer braucht denn noch einen alten Wecker? Sowas ist doch Quatsch, ne? All in one, das Schweizer Taschenmesser der Elektronik immer in der Tasche. Und das ist natürlich praktisch. Das Ding klingelt, ne, dann kann man die Snooze-Taste drücken nochmal. Schön ein Viertelstündchen, dann geht's wieder los. Snooze-Taste drücken, wieder los. Snooze-Taste drücken, wieder los. Scheiße, ich bin zu spät. Dann geht der Tag schon mit einem gewissen Druck los. Aber die Gefahr ist natürlich, wenn man das Ding dann schon mal morgens in der Hand hat, so im Bett, und dann könnte ja der Gedanke kommen, ach ja, komm, gehen wir doch gleich mal online, gucken wir mal schon, ob die Kollegen schon was im Chat geschrieben haben oder was machen denn die Börsenkurse oder Spiegel Online, checke ich mal kurz die Nachrichten und so weiter, so zum Wachwerden. Ne? Das ist eine ganz schöne Idee, aber was passiert dann in den allerersten Momenten, wo wir sozusagen zu Bewusstsein wiederkommen, im klassischen Sinne, wir wachen also auf, wir füllen sofort unser Gehirn und unsere Emotionen mit fremden Gedanken und fremden Ideen, fremde Nachrichten, fremde Gedanken von fremden Menschen und lassen die in unser System rein. Wir gestatten denen sofort in unser System reinzukommen am frühen Morgen. Anstatt diese ersten Momente des Tages, der Bewusstwerdung dazu zu nutzen, um mal zu checken, was geht denn in mir vor? Was habe ich denn heute Nacht vielleicht geträumt? Tut mir irgendwo irgendwas weh? Habe ich vielleicht falsch gelegen? Mal tief durchatmen. Was sind so die ersten Gedanken, die mir in den Kopf kommen? Also diese ersten Momente des Tages dafür nutzen, für sich selbst arbeiten zu lassen und nicht sofort in eine fremde Welt abzudriften. Deswegen wäre meine Empfehlung, macht euch so eine persönliche Regel, dass ihr sagt, okay, Handy geht erst online frühestens um whatever, 8 Uhr, 8.30 Uhr, 9 Uhr, whatever. Das ist übrigens ein gelerntes Verhalten.
Unsere Väter und Großväter haben schon morgens die Zeitung gelesen zum Frühstück. Es ist also nichts Neues, dass man denkt, man muss morgens die News sofort konsumieren. Also es ist so ein Generationending, das haben wir auch so ein bisschen gelernt. Ne? Morgens laufen die Nachrichten im Radio. Ich weiß noch, früher, als in die Schule ging, 7 Uhr ging der Radiowecker los. Und was läuft da? Nachrichten. Da war ich noch ein Schulkind. Und dann habe ich in der Zeit morgens als erstes gehört, dass da der Irakkrieg ist und dass da wieder irgendwelche Bomben explodiert. Also so als Kind. Ne? Und dann denkt man so, was ist das eigentlich für eine Welt? Ich will nicht aufstehen. Nein, ich will nicht da raus. Also das ist wirklich ein Framing. Wer da merkt, dass er darauf reagiert, muss man wirklich für sich selbst eine Regel einfach etablieren, um dem ein bisschen Sorge zu tragen. Ein anderer Vorteil aus der Geschichte ist, dass wenn wir morgens den Tag ein bisschen kontrollierter und fokussierter angehen, ist die Chance relativ hoch, dass es sich daraus auch ein fokussierterer und kontrollierterer Tag ergibt. Man kann sagen, dass der Morgen so ein bisschen wie das Leuchtfeuer für den gesamten Tag ist. Wenn wir den ein bisschen mehr im Griff haben, und da komme ich nochmal zum Thema dieses Snoosen, ne? Ich bin früher so oft zu spät gekommen, ich war so oft, dann kam ich in den Stau und dann hatte ich so einen Druck morgens und ich wusste, oh Gott, um 8 geht's los und es sind nur noch 10 Minuten und es war einfach furchtbar, bis ich einfach gelernt habe, fucking steh früher auf, nimm dir den Druck morgens raus, nimm dir ein bisschen Zeit für dich selbst und plötzlich kommt man ganz entspannter an einem Arbeitsplatz an und so entwickelt sich eben auch dieser ganze Tag. Also der Morgen kann wirklich das Leuchtfeuer des Tages sein. Und er schätzt nicht die Wirkung der ersten Augenblicke am Morgen. Ach, schön, geht's weiter? Ja, ist ja geil, oder? So was musste ja kommen. Bewegung am Morgen ist natürlich eine absolute Empfehlung. Und das hier ist natürlich die ideale Welt. Ne? Zwei Kumpels, die sich morgens 6.45 Uhr verabredet haben, so heroisch in den Sonnenaufgang reintraben. Geil, das ist das, was wir wollen. Die Wahrheit sieht ein bisschen anders aus. Die Wahrheit sieht eher so aus. Meistens ist man alleine, weil keiner so verrückt ist, morgens mit einem zu laufen. Es ist kalt im Winter, es bläst einem eiskalten Wind ins Gesicht. Es regnet, es schneit, es ist neblig, es ist eklig. Man will es einfach nicht tun. Und dann ist es halt trotzdem geil, wenn man es macht. Denn im Grunde genommen ist Regen auch nichts Gutes oder nichts Schlechtes, sondern es ist einfach Regen. Und nur das, was wir darüber denken, macht den Regen zu etwas Gutem oder zu was Schlechtem. Dem Regen ist es egal, der Regen ist einfach Regen. Aber das Gefühl, was wir haben, wenn wir trotz diesen Herausforderungen rausgegangen sind, das ist das geile Gefühl, was schon währenddessen kommt und danach anhält. Nur am Anfang, wenn wir aus dem warmen Haus den ersten Schritt raus, der ist ein bisschen unangenehm, aber diesen Schritt, den muss man machen. Und ich verstehe vollkommen, wenn man sagt, ey, morgens Sport, ja, das mag eine gute Idee sein, aber das ist absolut nicht mein Ding. Fair enough, es geht weniger um die Bewegung. Das ist natürlich schön, wenn man ein bisschen Kreislauf anregt und der Blutdruck ein bisschen hochkommt und man atmet ein bisschen mehr und versorgt seinen Körper mit Sauerstoff. Aber das geht auch mit einem kleinen Spaziergang. 5 Minuten, 10 Minuten, einmal um den Block rum. Vielleicht ist da ein kleiner Park, wo man mal durchspazieren kann. Oder nur einmal ums Viertel rum. Und dann hat man auch den Benefit von der frischen Luft morgens. Auch gerade in der Stadt ist die Luft morgens noch viel besser als später. Es ist noch kühl, es ist noch angenehm. Man kann auch dadurch atmen, man bringt sich ein bisschen Bewegung und man profitiert, Achtung, Biohack, vom Sonnenlicht. Das Sonnenlicht ist ein ganz, ganz wichtiger Taktgeber für unsere Biologie. Wenn unser Gehirn morgens erkennt durch die Netzhaut, oh, da ist natürliches Licht, dann weiß der Körper, jetzt ist offenbar nicht mehr die Zeit, um weiter zu schlafen. Das heißt, alles, was Schlafhormone sind, Melatonin wird zurückgefahren, alles, was uns positiv stimmt, wird rausgefahren, zum Beispiel auch Stresshormone. Stress ist auch nicht immer gut oder nicht schlecht, nur chronischer Stress ist gesundheitlich bedenklich, aber ab und zu brauchen wir ein paar Stresshormone, um einfach in Schwung zu kommen. Und genau das passiert, wenn wir natürliches Licht am Morgen durch die Sonne tanken. Worst Case sind Personen, die irgendwie Garage haben, ne, gehen morgens aus dem Haus raus in die Garage rein, ins Auto rein, in die Tiefgarage vom Büro, dann fahren sie von der Tiefgarage mit dem Aufzug ins Büro hoch, sind den ganzen Tag im Büro drin, dann wieder Tiefgarage zurück und wieder nach Hause. Die sehen den ganzen Tag nicht einmal Sonnenlicht, wenn nur gefiltert durch die Autoscheibe, das Maximale der Gefühle. Das ist nicht gut für uns. Wenn wir uns mal an unsere Leute mit Speer und Keule erinnern, die wir vorhin hier gesehen haben, die waren den ganzen Tag waren die auf den Füßen gewesen. Die waren den ganzen Tag draußen. Die sind geschwommen, die sind geklettert, die sind gerannt, die haben gekämpft, die sind geklettert, um irgendwo hinzukommen. Die mussten sich strecken, um Früchte zu ernten. Die haben sich gebückt, um Wurzeln zu sammeln. Die waren einfach aktiv und zwar von morgens bis abends. Der natürliche zirkadiane Rhythmus von jedem Mensch. Und das Ding ist,
dass das evolutionär halt noch total in uns steckt. Weil ich habe es vorhin gesagt, das war eine Entwicklung von 5 bis 7 Millionen Jahren. Das ist eine verdammt lange Zeit. Wenn wir uns, sagen wir mal, das digitale Zeitalter, sagen wir mal Anfang, Mitte der 80er, haben so die ersten Desktop-Computer so in die Büros rein, so allmählich. 2007, Einführung vom ersten iPhone durch Steve Jobs in einer wunderbaren Präsentation, die in die Geschichte eingegangen ist. Und heute ist es für uns fucking selbstverständlich, dass wir das komplette Internet den ganzen Tag 24/7 mit uns rumschleppen. All dieses Wissen der Menschheit, das hinterfragen wir nicht, weil das ist unsere neue Realität. Aber evolutionär ist eigentlich in unserem Programm, du hast Hunger, du hast ab und zu Kälte, du hast ab und zu Hitze, du hast ab und zu Durst und darauf bist du programmiert. Unser Körper kann mit diesen natürlichen Stressoren hervorragend umgehen. Und unsere Welt hier ist eine künstliche Welt. Wir haben da Kühlschränke mit allerlei Getränken da drin. Wir werden nachher wieder ein Buffet haben, was aus allen Nähten platzt. Wir können Vorspeise, Hauptspeise, Salat, danach noch schön Zucker rein vom Dessert. Und wir denken darüber nicht nach, weil es ist da und wir sind es so gewohnt. Aber eigentlich, theoretisch müsste man auf die Knie fallen vor Dankbarkeit, dass wir das alles haben, dass wir das alles erreicht haben. Das darf man sich auch immer mal wieder ins Bewusstsein holen. Aber dieser Überfluss, den wir uns selbst geschaffen haben, diesen Luxus, diese Welt, in der wir leben, in der wir uns alle sehr, sehr wohlfühlen, dafür sind wir evolutionär eigentlich gar nicht vorgesehen. 5 bis 7 Millionen Jahre, das ist ungefähr, würde ich sagen, von der Strecke, sagen wir mal so, und das digitale Zeitalter ist ungefähr so. Und hatten wir genug Zeit, uns darauf anzupassen? Was also tun? Ich lade euch ein, diese natürlichen Stressoren in euer Leben zu etablieren. Einer dieser Wege, einen natürlichen Stressor zu haben, ist die kalte Dusche am Morgen. Kalte Dusche ist mein absoluter Lieblings-Biohack. Und ich bin jemand, der hat früher immer gefroren. Immer. Auch in einem gut temperierten Raum, 21 Grad, 22 Grad. Wenn ich 3-4 Stunden am Rechner ohne Bewegung gesessen habe, habe ich angefangen zu frieren. Dann habe ich mir im Winter eine Wärmflasche gemacht und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Der Raum ist so warm und du sitzt hier und fängst an zu frieren. Und dann habe ich Wim Hof irgendwann entdeckt. Wer kennt den Wim Hof? Wer hat schon mal was von Wim Hof gehört? Ja, so überzeugend Fan sogar. Ja, Daumen hoch, genau. Ja, es ist geil. Es ist geil, was der gemacht hat. Der hat Teile von Yoga, der hat Teile von Breathwork, also Atemtechniken und die Kraft der Kälte kombiniert zum eigenen Programm. Ich habe da auch schon viel dran teilgenommen. Und was zumindest hängen geblieben ist, sind regelmäßige Atemübungen und kaltes Duschen am Morgen. Kaltes Duschen rede ich ja schon seit Jahren drüber, jetzt mittlerweile sogar politisch brisantes Thema geworden in Zeiten von Gassparen. Also es ist nicht nur gesund, es ist nicht nur so, dass es unseren Kreislauf anregt und uns total wach macht und Happy Hormones released wird in unserem Gehirn, wenn wir aus der kalten Dusche rauskommen. Es ist nämlich auch auf mentaler Ebene eine interessante Sache, weil es ist ja eigentlich unangenehm und wir setzen uns einer unangenehmen Situation freiwillig aus und meistern diese. Und dann gehen wir raus aus der kalten Dusche mit einem Grinsen. Das geht gar nicht anders, weil es einfach so geil ist und man wird wirklich regelrecht süchtig danach. Die Haut ist besser, weil die Haut mehr durchblutet wird. Das Haar wird dicker durch das kalte Duschen. Und es gibt in unserem Körper auch noch Reste von sogenannten braunen Fettgewebe. Das ist dazu da, um Babys vom Erkältungstod zu schützen. Das sind Zellen, die das weiße Fett, also was sich hier so als Rettungsring um unseren Bauch legt, verbrennen, Thermogenese, um Wärme zu erzeugen. Und davon haben wir alle ein paar Reste hier im Schulterbereich, Rückenbereich, Brustbereich. Und die werden reaktiviert durch Kälte, durch kaltes Duschen. Und unser Körper, ich sag's nochmal, ist eigentlich darauf programmiert, solche Notsituationen wie Hunger, wie Kälte, wie Durst, wie Hitze, Sauna, Fasten fällt mir da ein, von Zeit zu durchleben. Und wenn man sich mal daran gewöhnt, dann ist es auch ein wunderbares, ja, Kontrollding. Man hat einfach so das Gefühl, ich übernehme mehr Kontrolle über meinen Körper, ich übernehme mehr Kontrolle über meinen Geist, weil ich diese Sachen, so Fasten zum Beispiel, habe ich jetzt, mache ich noch nicht lange, aber jetzt mittlerweile mache ich 2 Fastentage am Monat. Und das geht wunderbar. Wenn man das zum ersten Mal macht, denkt man so um die Mittagszeit spätestens, denkt man so, oh, ich glaube, ich verhungere. Aber nein, wir verhungern nicht. Und der Körper kann diese Fastentage dazu nutzen, andere Dinge im Körper zu reparieren und durchzuchecken, als wenn er immer mit der Verdauung beschäftigt ist. Auch das ein sehr, sehr geiler Biohack. Also kaltes Duschen als Stufe 1, Stufe 2, kalte Eisbäder, das war tatsächlich im Februar.
wenn es jetzt mal wieder schneit, mache ich ein neues Foto, dass man auch sieht, dass Schnee und Eis drumherum ist, dann ist das natürlich noch alles viel dramatischer, aber da war gerade alles weggetaut. Das war die Einweihung von meinem Fass. Also man muss auch kein Millionär sein, man braucht keinen fancy Kram. Alles Weinfass tut's, kaltes Wasser rein, ein paar Eiswürfel rein. Sehr, sehr geil. Man sieht es ja auch, ich lache. Das ist nicht gestellt. Ich habe echt angefangen zu lachen, als ich reingegangen bin, weil es echt auch witzig war. Dritte Stufe kann kaltes Wandern sein, tatsächlich. Ne? Das ist der große Feldberg. Ich weiß nicht, ob da jemand schon mal war, dieser Riesenturm oben auf dem großen Feldberg. Sind wir hochgelaufen. Und ja, offensichtlich scheint es dem jungen Mann Spaß zu machen, so da rumzulaufen. Und man kriegt sehr viele Props von anderen Wanderern. Das ist auch sehr, sehr geil, die Reaktion, die man bekommt. Ich würde es damit nicht übertreiben. Ich würde erstmal mit kalten Duschen anfangen. Es ist kein Wettbewerb. Also kurz einsteigen, klein einsteigen. Und wer sagt, ja, ich verstehe die Idee, aber es ist mir trotzdem zu krass, Wechselduschen anfangen oder erstmal Arme und Beine oder erstmal am Waschbecken mit Händen und Füßen und Gesicht starten und mal gucken. Und das ist alles auch gar nichts Neues. Ich meine, Biohacking ist kein fancy Zeug. Sebastian Kneipp hat das schon gepredigt. Wer von euch hat schon mal gekneipt auf so einem Wanderweg? Ja, ruhig die Hände hoch. Jetzt hat er so, echt so wenig nur? Ihr habt alle noch nie gekneipt, die jetzt die Hände nicht? Macht das mal. Seid ihr schon mal gewandert? Ja, also, wenn ihr das nächste Mal ein Kneippbad seht, Schuhe aus, Füße aus und dann den geilen Storchengang dadurch, sieht richtig scheiße aus, macht aber voll Bock. Und danach merkt ihr mal, was eure Füße eigentlich euch mitteilen. Die eigenen Füße kann man spüren, die sagen, ja, ja, sagen die. Ja, war das geil, das müssen wir jetzt mal öfters machen. Also Kneipen auch sehr, sehr geil. Und der wusste das schon mit den kalten Anwendungen. Das ist also alles nichts Neues, das ist wirklich altes Wissen, was jetzt neu entdeckt wird und was die Biohacker davon vielleicht unterscheidet, ist, dass wir das alles vermessen und genau auswerten wollen und viele wollen sich dann noch optimieren und so. Ich persönlich will mich nicht optimieren, ich will einfach gesund sein, ich will glücklich sein, ich will irgendwie vernünftig am Leben teilnehmen können und dabei hilft mir einfach das Biohacking. Kommen wir mal in unseren digitalen Alltag rein. Das ist natürlich so die ideale Situation, ne? Man arbeitet konzentriert und fokussiert gemeinsam an einem Projekt. Ist ja mittlerweile auch Gott sei Dank wieder möglich, so zu arbeiten. Aber die Wahrheit sieht doch eher so aus, dass wir den ganzen Tag durchschnitten sind von verschiedenen Ablenkungen des Tages. Ne, da sind die Social-Media-Kanäle, dann kommt die E-Mail rein, dann klingelt das Telefon, dann gibt es hier ein Pieps, da gibt es ein Brummen, da gibt es ein Vibrieren. Und es fragmentiert unseren Tag. Und man fragt sich, ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber es gab so Tage, da kam ich nach so einem Bürotag nach Hause, mache die Tür auf und frage mich so, was habe ich heute eigentlich gemacht im Büro? Was war das nochmal, was ich heute eigentlich gemacht habe im Büro? Und die Idee ist zu sagen, ja, wir wissen, dass es sowas alles gibt und ja, es gibt auch clevere Tools, Teamchats und so weiter, Projektmanagement, lalala, und das hat auch alles seine Berechtigung, aber ich denke, es ist auch eine gute Idee, sich selbst Phasen zu schaffen an so einem digitalen Arbeitstag, wo man sagt, okay, ich nehme jetzt einen Zeitraum, 30 Minuten, 40 Minuten, 60 Minuten, an dem ich konzentriert und fokussiert nur an einer einzigen Aufgabe arbeite. Und wie kann ich das machen? Das kann ich dadurch machen, indem ich alle diese Störfaktoren bewusst eliminiere. Ne? Das gute alte Schild an die Tür, bitte nicht stören. Den Kollegen sagen, ich bin jetzt in meiner Deep Work Phase oder wie man das auch immer intern nennen will in der Firma. Aber dass die Leute wissen, okay, den kann ich jetzt für 60 Minuten nicht anfunken. Der ist jetzt gerade wirklich mal im Deep Work, im Fokus oder im Flow, wie man so schön biohacking-mäßig sagt. Und dann sieht man auch, dass man vorankommt mit seinen Projekten, weil man plötzlich richtig im Tunnel tief drin ist. Und wer kennt das nicht? Ihr seid wirklich gerade in so einem Deep Work-Zustand und voll im Tunnel drin. Und dann klingelt das Telefon. Wichtiger Kunde ruft an. Und dann geht ihr ans Telefon und dann gibt es den Kontext-Switch von dem, wo ihr gerade wart, hin zu dem, was der Kunde gerade möchte. Und der ist wichtig, man muss ans Telefon gehen und so weiter. Und dann verarztet man den, ja, schön, dass Sie angerufen haben, wir sind immer für Sie da. Man legt wieder auf und dann geht man wieder zurück zu dem ursprünglichen Task. Und dann merkt man, dass es verdammt lang dauert, bis zu einer Viertelstunde, bis man wieder, wenn man es überhaupt schafft, an den Punkt kommt, an dem man war, bevor die Ablenkung da war. Weil man erstmal wieder in diesen Tunnel rein muss. Deswegen eine gute Idee, dann in der Zeit einfach Rufumleitungen zum Kollegen, zur Kollegin, die das vielleicht dann auffangen kann, wenn es möglich ist und eure Arbeitsplatzsituation das zulässt. Mittagessen ist eine wunderbare Zeit, um sich auch beim Leben zu bedanken. Erstens dafür, dass die Mahlzeit überhaupt auf dem Tisch steht. Das ist ja für uns selbstverständlich. Aber man darf auch mal 2, 3 Gedanken daran verschwenden,
dass da ganz viele Leute dran beteiligt waren, dass dieses Essen gerade auf dem Tisch steht. Da war der Koch, der das zubereitet hat. Da war der Mensch, der uns das gebracht hat oder ausgegeben hat. Da war der Landwirt, der das angebaut hat. Da war vielleicht das Tier, was sein Leben dafür gegeben hat. Da war der Transport, wo das nach A und B transportiert worden ist. Da war eine Supermarktkette involviert. Da waren zig Personen dran beteiligt, dass dieses Essen zu diesem Zeitpunkt vor uns steht. Und was machen wir? Wir gucken, während wir essen, aufs Smartphone und lenken uns mit irgendwas ab und schieben mechanisch irgendwas in uns rein. Das ist kein guter Weg, um mit so einem Vorgang umzugehen. Als Biohacker würde ich sagen, das ist fast schon heilig, weil das ist ja auch der Konsum einer externen Substanz, a.k.a. Nahrung. Und diese Nahrung, die baut unseren Körper auf und unseren Geist auf. Die Qualität der Nahrung bestimmt, wie die Qualität hier ist, weil das ist der Grundstoff, aus dem es gebaut wird. Und wenn wir dem mehr Beachtung schenken, wenn wir das auch mit einer gewissen Dankbarkeit zu uns nehmen und auch mal gucken, wie schmeckt es eigentlich, wie ist die Textur, wie ist die Zusammensetzung, wie oft kaue ich das auch, ne? Schlingen, bin ich auch ein guter Kandidat, wenn ich Hunger habe und so eine Pizza, oh, zack, weg. Und dann denke ich mir, ach du Idiot, jetzt liegt sie dir im Magen, anstatt bewusst zu kauen. Eigentlich sollten wir vorverdauen im Mund, Vorverdauungsding, 30 Mal kauen, 40 Mal kauen, eigentlich sollte dann nur noch so ein Brei übrig sein und dann sollte der geschluckt werden und das ist eigentlich die erste Stufe der Verdauung. Anstatt reinzuschlingen und dann muss da unten die ganze Magie passieren. Das braucht wahnsinnig viel Energie, um das zu verdauen. Und je weniger das gekaut wird, desto mehr Energieaufwand. Und wir essen ja eigentlich, um mehr Energie zu bekommen. Wenn wir aber so viel Energie brauchen, um das wieder zu verdauen, dann wird es ein Nullsummenspiel. Und vor allen Dingen, wenn es qualitativ schlechte Nahrung ist, die sowieso keine Nährstoffe hat, dann essen wir und denken, wir haben was gegessen, aber wir haben gar nichts gegessen, weil wir einfach nur Füllstoffe zu uns genommen haben. Füllstoffe, so ein Burger, da ist nichts drin, das sind einfach nur Füllstoffe. Wir denken, wir sind satt, wir denken, wir haben was gegessen, aber wir nehmen überhaupt keine lebenswichtigen Nährstoffe zu uns. Und diese Füllstoffe, nicht nur, dass sie scheiße sind, sie blockieren auch den Platz für Nährstoffe, weil wir denken ja, wir wären satt. Also Ernährung, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Ja, möglicherweise Fleischkonsum reduzieren, möglicherweise Gemüseanteile, Obstanteile hochfahren, weniger Zucker. Ich wollte heute so eine Heldengeschichte erzählen, dass ich sagen wollte, ja, wir haben ja hier ein Buffet und beim Mittagstisch bin ich ganz heroisch am Nachtisch vorbeigegangen und wollte jetzt sowas sagen wie, ja, und das ist natürlich eine Gewohnheit. Wer sagt denn, dass wir Nachtische essen müssen? Nochmal was Süßes nach dem Essen, was ein Quatsch. Da haben wir die Hauptspeise auf dem Tisch und dann freuen wir uns schon auf die süße Nachspeise. Was ein Unsinn, wer sagt das eigentlich? Ich habe natürlich keine Nachspeise genommen, damit ich das heute hier sagen kann und wollte so ganz so geil so sagen, so, ja, und denkt doch mal drüber nach. So um 16 Uhr waren diese Dreckskirschtörtchen da draußen. Und ich war so richtig müde, weil ich den vierten oder fünften Vortrag schon im Hirn hatte, hat schon Koffein-Dings-Overload und dann stehen da diese Kirschtörtchen und ich denke so, fuck, die Kirschtörtchen. Und dann habe ich natürlich nicht nur eins gegessen, sondern gleich drei und dann habe ich gedacht, dann sage ich das mit dem Nachtisch heute lieber nicht, weil das funzt einfach nicht. Aber ja, man, was ich sagen will, jeder versucht so gut wie er kann, und Zucker reduzieren ist wirklich, wirklich wichtig. Ich habe es bei mir selbst gemerkt, bei meiner Partnerin. Wir haben mal eine 3 Monate Zucker-Challenge gemacht, wo wir wirklich gar keinen Zucker konsumiert haben. Da haben wir beide krass abgenommen. Ich habe noch Sport gemacht, sie nicht. Wir haben beide krass an Gewicht verloren. Ich war irgendwann so, haben mich die Leute gefragt, sag mal, bist du krank? Ich so, nee, mir geht's voll gut. Aber ich habe echt nicht mehr gut ausgesehen. Ich habe dann angefangen, wieder moderat, in Form von Honig zum Beispiel, Zucker zu konsumieren und jetzt habe ich so, ich würde sagen, zu meinem Idealgewicht gefunden. Also man muss da ein bisschen ausbalancieren, aber Zucker ist wirklich, wirklich, wirklich nicht gut. Es ist wie eine Droge. Im Gehirn leuchten die gleichen Areale auf bei Zucker, wie wenn wir Kokain konsumieren. Habt ihr das gewusst? Das macht richtig krass abhängig und wir denken, wir tun uns was Gutes. Ich weiß, ich hatte früher einen Job, der mich sehr, sehr, sehr gelangweilt. Also einer meiner Jobs hat mich sehr, sehr, sehr gelangweilt und frustriert und dann bin ich nach Hause gefahren. Also das ist wirklich schon viele Jahre her. Und was habe ich dann gemacht? Weißbrot, Toastbrot in Toaster, so dick Nutella drauf und dann so ein Riesenpott Milch mit so Nesquik-Kakao. Und da habe ich mich so richtig drauf gefreut, weil ich gewusst habe, oh geil, gleich kriege ich wieder Energie und so. Also eine pure Zuckerpeitsche über Jahre in den Körper rein, das kann nicht gut sein, das kann einfach nicht gut gehen. Und heute hinterfrage ich das, aber früher war das für mich selbstverständlich, das war einfach da. Heute gibt es sowas in unserem Haushalt, es gibt kein Nutella, es gibt keine Marmelade, das findet alles nicht mehr statt bei uns. Man muss vielleicht nicht so radikal sein, aber man kann immer mal wieder, auch diese Sachen zwischendurch, ne, da liegt, früher in unserer Agenturalltag, plaudern wir doch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Nehmen wir uns zwar am Aldi, wir sind einmal in der Woche in Aldi reingegangen und da gibt es doch diese Mini-Snacks, ne? Mini-Bounty, Mini-Bounty,
Mars, Mini, Snickers und so. Schön die ganzen Tüten gekauft, alles in eine große Glasschüssel, die stand dann am Empfang. So, nach dem Mittagessen irgendwann, wenn dann so das erste Downtime kam, dann hat da jeder schön reingegriffen. Nehme ich mir mal eins, oh, hat gut geschmeckt, noch eins und dann isst man die und versucht sich Energie zuzuführen vorm Computer, um irgendwie so wach zu bleiben. Und man kommt natürlich voll in so eine Zuckerabhängigkeit. Und die, ja, das wächst dann über die Jahre und irgendwann kriegen wir richtig massive gesundheitliche Probleme. Also das vielleicht so als Ernährungstipp. Und also das, was wir uns zuführen, nochmal, das ist echt ein wichtiger Satz, das, was wir uns zuführen, ist der Rohstoff, der den Körper und damit auch den Geist baut. Also das, was wir essen, ist das, was uns produziert. Das ist wirklich, wirklich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Zwischendurch kleine Pausen, auch immer geile Momente für Biohacking. Ne, wer zwischendurch, je nach Arbeitssituation, Pause hat, was macht man? Man greift zunächst mal zum Smartphone und checkt mal seine Social-Media-Kanäle oder whatever. Ja, warum ist das eigentlich so? Warum ist das eigentlich so? Also zum einen ist es natürlich eine große Kunst der App-Entwickler und der Endgerätehersteller, uns zu verführen, weil das ist genau deren Job. Die wollen mit geilem Design, mit Sounds, mit Algorithmen, mit personifizierten Content Delivery, wollen die einfach Lebenszeit von uns. Wir sollen möglichst viel Lebenszeit mit der App, mit der Website, mit whatever verbringen, denn dort wird Werbung geschaltet und damit verdienen die ihr Geld. So einfach ist es. Und wir sind im Grunde genommen die Schäfchen, die das dann machen. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil alle diese Belohnungssysteme, ne, wenn euch jetzt jemand zum Beispiel mit dem Hashtag Heldenstunde, so heißt mein Podcast, komme ich später nochmal drauf, sagt so, oh, der Metzler macht einen geilen Vortrag, das poste ich jetzt mal zum Beispiel auf Instagram mit dem Hashtag Heldenstunde und dann gucke ich nachher drauf und denke so, oh geil, da hat mich jemand getaggt, da mache ich ein Herzchen, das ist so positives Feedback, ne? Und das macht Dopamin in meinem Kopf. Das macht mich in dem Moment glücklich. Und Dopamin macht auch so, das ist so Taxi-Driver unter den Hormonen, das motiviert mich. Da will ich dann mehr davon. Oder wenn ich nachher, anderen Fall, ich habe hier voll den Vortrag abgeliefert, gucke auf meinen Social-Media-Kanal und niemand hat irgendwas geschrieben. Mich so voll enttäuscht. Ah, fanden die alle scheiße, die Leute und so weiter. Und so wird unser Gehirn manipuliert von diesen Gewohnheiten, die wir eben aufbauen. Und je mehr wir das machen, desto mehr gewöhnt sich das Gehirn daran, dass von Zeit zu Zeit das eben abgerufen werden kann. Und wer kennt das nicht? Ne? So nach ein paar Stunden, wenn man nicht auf sein Handy geguckt hat, kommt vielleicht so der erste Impuls, ich müsste mal wieder auf mein Handy gucken, ob es da irgendwie was Neues gibt. Einfach so aus Gewohnheit. Gewohnheit, um es mal zu verdeutlichen, reisen wir gerade mal hin, Skandinavien, Norwegen, Winter, Schneefall. Geil, wie ist die Brücke? Die wird jetzt spannend. Ne? Schneefall, Holzhütte, Kamin. So, da sitzen wir und dann schneit es und es schneit. Und wir denken so, oh, es ist ein schöner Winter. Und es schneit und es schneit und es schneit immer mehr. Und irgendwann kommt es ans Fenster und wir denken so, oh, es schneit aber ganz schön. Okay, morgens machen wir die Tür auf, so hoch Schnee. Okay, alles klar. Dann fangen wir an mit einer Schaufel, versuchen wir so einen Weg zu machen. So, dann haben wir so einen Weg und diesen Weg, den gehen wir dann immer wieder und immer wieder. Und je öfter wir diesen Weg gehen, desto weiter wird er natürlich auch ausgetreten. Ne? Der vertieft sich immer mehr. Und je mehr der sich vertieft, desto bequemer ist er zu laufen. Und wenn er so bequem zu laufen, das heißt, dass es immer unbequemer wird, mal links oder rechts was anderes zu machen, weil es so schön bequem ist. Und das ist ein sehr schönes Bild für Gewohnheiten. Dinge, die wir immer wieder wiederholen, brennen sich neuroplastisch in unserem Gehirn so ein, dass wir die immer und immer wieder wiederholen wollen. Also auch darauf achten, wo nutze ich immer und vielleicht auch unbewusst mein Smartphone, einfach aus der Gewohnheit heraus. Nicht so bewusst, dass ich jetzt sage, okay, jetzt ist 10 Minuten Instagram-Time, um Punkt 15 Uhr checke ich mal, was da los ist, sondern so einfach so, ah, ich stehe gerade irgendwo, ja, lass mal auf mein Handy gucken oder so. Das ist dieses Gewohnheitsding, wer kennt es nicht? Ja, aufs Klo gehen ohne Handy ist die neue Meditation, liebe Leute. Testet es mal, es ist der absolute Wahnsinn. Was könnte man statt Pausen so verbringen, was könnte man machen? An der Stelle lobe ich immer die Raucher. Die Raucher, die freuen sich immer, wenn sie gelobt werden in einem Vortrag, wo es eigentlich um Gesundheit geht. Dann sind die immer total happy. Aber Raucher, muss ich sagen, Raucher machen eine einzige Sache wirklich richtig. Es ist natürlich nicht das Rauchen, aber Raucher gehen regelmäßig vor die Tür am Tag. Und dann profitieren die natürlich von der frischen Luft, die da draußen ist, von dem natürlichen Licht.
Und unter Umständen von den sozialen Komponenten, ne? Hast du mal Feuer? Oh, was rauchst denn du da? Das war übrigens sowas, das fand ich als Jugendlicher immer scheiße. Ich war ja schon immer so ein bisschen Gesundheitstyp und so und ich habe natürlich nie geraucht. Ich fand das irgendwie scheiße. Aber dann war ich in so einem Clubkeller oder sowas und dann bin ich natürlich mal raus, um frische Luft zu atmen. Findet man ja sowieso merkwürdig, wenn jemand einfach nur frische Luft atmen wollte. Und dann waren da Mädels mit Zigaretten und die haben dann immer gefragt, hast du mal Feuer? Ich rauche nicht. Und dann waren andere coole Typen, die hatten dann natürlich Feuer und Zigaretten und dann haben die miteinander sozial interagiert. Das fand ich immer richtig scheiße für mich, weil ich stand immer so doof daneben und habe nicht dazugehört. Das ist der Preis, den man zahlen muss. Dafür, das kommt mir gerade spontan, wollte ich eigentlich gar nicht drüber reden, aber egal, wo Licht ist, ist auch Schatten. Ne? Aber die Gesundheit ist halt echt ein ganz, ganz wichtiges Ding und Raucher gehen halt einfach vor die Tür. Wenn man das jetzt ersetzen würde, dieses Rauchen mit, wir gehen vor die Tür und atmen einfach mal tief durch, wenn ihr das, könnt ihr mal sagen, in eurer Firma, wo ihr arbeitet, wenn ihr vor die Tür geht, ja, ich will mal ein bisschen frische Luft atmen. Hä? Geht's dir nicht gut? Ist alles in Ordnung mit dir? Also das kann man gar nicht fassen, dass das Leute machen, ne? Wenn man sagt, ich gehe eine Zigarette rauchen, dann ist alles klar. Oh ja, der geht eine Zigarette rauchen, ist klar. Aber der geht an die frische Luft, um Sauerstoff zu atmen, okay. Muss man sich dran gewöhnen. Aber irgendwann ist das etabliert. Und dann könnt ihr mal gucken, geht doch mal vor die Tür bei euch in der Firma und vielleicht ist auf der anderen Straßenseite ein Baum. Und ihr habt den Baum noch nie wirklich bewusst wahrgenommen. Ihr wisst, dass da grün ist und so, aber ihr habt den Baum noch nie gesehen. Und dann guckt euch mal diesen Baum an. Das ist übrigens auch ein Lebewesen. Und wenn ihr atmet, dann geht ihr eine Symbiose mit diesem Baum ein. Weil in dem Moment, wo ihr einatmet, atmet ihr das ein, was der Baum ausatmet. Und das, was ihr ausatmet, ist das, was der Baum einatmet. Wir interagieren, wir sind miteinander verbunden, wir sind in einem Netz der Wunder, aber wir checken das einfach nicht, weil wir zu viel hier drin sind, weil wir zu viel hier sind, weil wir immer abgelenkt sind mit allem. Wir checken nicht, dass das eigentlich ein Wunder ist, was hier passiert. Ey, wenn es keine Bäume mehr gibt, gibt es keine Luft mehr. Wenn es keine Luft mehr gibt, keine gute Idee. Nicht gut, ja. Also Essen kann man mal ein paar Tage drauf verzichten. Wasser, auch schwieriges Thema, wird schon eng, aber ohne Luft, da wird es halt ganz, ganz eng. Und wenn wir das bewusster machen, man kann sich sogar, aber vielleicht nicht übertreiben, ich mache das, man muss es vielleicht nicht, aber man kann sich auch mal bedanken bei so einem Baum. Man kann auch mal so, man muss es ja nicht laut aussprechen, aber man kann auch mal immer sagen, ey, ist cool, dass du da bist, dass ich atmen darf, danke, Kumpel, ja, iha, ist ja echt nett von dir. Und dann bitte? Und ja, also, ich will nicht zu persönlich werden, aber ich mache das auch von Zeit zu Zeit. Ich finde das ganz schön. Kann man mal machen. Macht mal Treehugging. Macht es mal. Ich weiß, da lästern Leute drüber und sowas. Aber wenn man so einen alten Baum, so eine alte Eiche, so 200 Jahre alte Eiche, wenn man die berührt und ein bisschen sensibel ist, vielleicht auch nicht zu sensibel, aber ein bisschen sensibel, dann spürt man das Energiefeld von dem Baum. Das ist magisch. Das ist wirklich magisch. Und da kann man natürlich drüber Witze machen, aber man kann es auch einfach mal probieren. Irgendwo, wo euch keiner sieht, umarmt ihr mal den Baum, spürt man das Energiefeld von dem Baum. Ne? Und dann laufen euch so Ameisen in die Klamotten rein. Das lenkt dann wieder ab. Egal. Nach so einem Arbeitstag, Feierabend, yay, endlich haben wir unseren Arbeitstag hinter uns gebracht. Hier sieht man, dass ich auch beim klassischen Fernseher arbeite, 20.15 Uhr. Das war früher so die Zeit, wo ein Film angefangen hat im Fernsehen. Kennt ihr das noch? Filme im Fernsehen? Kennt ihr noch? Kennt ihr nicht mehr, ne? Ja. Klar, heute haben wir das nonlineare Fernsehen, das heißt, wir können konsumieren, wann wir wollen, wie wir wollen, 24/7 auf jedem Endgerät, was wir wollen. Und genau das ist das Problem, das tun wir auch. Das ist das Problem. Also die Zeiten sind fast schon vorbei. Einen ganzen Katalog voller Probleme, aber auch Lösungen. Also zum einen, das hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gehört, emittieren diese Endgeräte blaues Licht. RGB, blaues Lichtanteil. Und blaues Licht ist für unser Gehirn immer ein Signal, dass es eigentlich mitten am Tag ist. Das kann man sich ganz einfach erklären. Ne? Morgens geht die Sonne auf, rot. Tagsüber, Sonne steht am Himmel, himmelblau. Blaues Licht für unseren Biorhythmus, das Signal, es ist mitten am Tag. Wir sollten eigentlich fit, aktiv und nicht müde sein. Wenn abends diese Blaulichtinformation in unser Gehirn kommt, dann denkt das Gehirn, wir sind mitten am Tag, also offenbar nicht die richtige Zeit, um jetzt bald schlafen zu gehen. Also fängt unser Gehirn nicht an, Schlafhormone zu produzieren oder nur sehr arm. Und stattdessen bleibt der Stress. Das gilt auch, wenn wir auf unser Laptop schauen, das gilt auch, wenn wir auf unser Handy schauen oder wenn wir datteln oder was auch immer machen.
Deswegen mein Tipp, Nightshift zumindest aktivieren. Kennt ihr das alle, Nightshift? Da wird der Bildschirm dann gelb, das Blaulicht wird rausgefiltert. Oder es gibt Blaulichtbrillen, die man sich abends, ich gucke von hier und da auch mal eine Serie dann mit so einer Brille auf, damit das nicht passiert. Das ist das eine, was uns wach hält. Und dann gibt es noch eine ganz andere spannende Komponente, an die die wenigsten Leute denken. Und das ist der Inhalt von dem, was wir da konsumieren. Also zum einen ist es natürlich eine Sache, ne? Ich habe vorhin gesagt, ja, Krieg in Europa, krasse Geschichte. Aber man muss sich natürlich fragen, wie wollen wir denn in einer friedlichen Welt leben, wenn wir ständig aus Vergnügen kriegsähnliche Sachen konsumieren? Und sei es auch nur als Spielfilm. Ständig, und das, ich arbeite fürs ZDF, am Nachmittag fängt es schon an mit Rosenheim-Cops und so weiter. Ja. Auch da gibt es schon Leichen. Auch da wird schon jemand erschossen. Vielleicht nicht sichtbar im Bild, aber da ist irgendwo eine Waffe, da wird irgendwo Gewalt ausgeübt, da gibt es irgendwo Kommissare, die ermitteln und so weiter. Und wir denken, das ist alles völlig normal, dass wir das konsumieren und den ganzen Tag uns reinziehen. Dann gibt es Soko Leipzig, dann gibt es Soko Hast du nicht gesehen. Und je später der Abend, desto krasser werden die Beiträge und desto mehr von dem Zeug. Und das macht auch mein Sender, also mein Sender, ja, der Sender, für den ich arbeite. Und ich hinterfrage das kritisch und das sind auch viele andere kritisch. Warum ist das so? Naja, wir sind halt irgendwie auch auf schlechte Nachrichten geframed. Das ist auch das Geheimnis von Nachrichtenportalen und Tageszeitungen. Ich habe meine Ausbildung bei einer Tageszeitung gemacht und da gab es einen Spruch, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Das ist ein saugeiler Spruch, der bedeutet nämlich auch, dass das, was gestern total der heiße Shit war, heute völlig veraltet ist. Und wenn wir täglich Nachrichten konsumieren und uns immer wieder und immer wieder dieses Zeug reinziehen, dann framen wir die Welt einfach schlechter und wir vergessen, auf die guten Seiten des Lebens zu gucken. Dann kriegen wir vielleicht auch Angst vor der Zukunft, Angst vor der Entwicklung. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Das ist ein Zitat aus einem Film, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Wir identifizieren uns mit den Personen, das passiert besonders gut bei einer Serie. Bei einer Serie, wenn wir die richtig so geil binge-watchen, also 3, 4 Folgen und so weiter, dann, mir geht es gerade so mit Better Call Saul, ich bin voll drin in den Charakteren und fieber damit. Wir nehmen deren Probleme mit in unser eigenes Schlafzimmer und denken unbewusst noch darüber nach, was ist da eigentlich alles gerade passiert. Also auch das ist was, was uns von unserem Schlaf abhält. Je später der Abend, desto kleiner die Monitore und ja, wenn euer Liebesleben so aussieht, dann wenn ihr mal von eurem Partner oder Partnerin eine WhatsApp bekommt, ey, wenn du mich suchst, lieg übrigens neben dir. Also spätestens dann könnt ihr euer digitales Verhalten ruhig mal hinterfragen. Auf jeden Fall immer eine gute Idee, das Schlafzimmer Endgeräte freizulassen. Keine Arbeit mehr mit ins Schlafzimmer nehmen. Nichts mehr, was euch irgendwie stresst. Versucht euer Schlafzimmer zu so einem kleinen Wohlfühlparadies, zu so einer kleinen Wohlfühloase zu machen, wo ihr euch wirklich wohlfühlt. Schlafzimmer ist gut für zwei Sachen. Zum Schlafen und Liebe machen. Das sollte man auch. Ist auch ein geiler Biohack übrigens. Passiert chemisch ganz, ganz viel im Gehirn und körperlich auch. Ist man sehr, sehr müde. Also Männer vor allen Dingen sehr, sehr müde danach. Schlafen wunderbar schnell ein. Für Männer ein super Biohack. Frauen sind dann manchmal ein bisschen sauer. Aber ey, das ist Biologie. Wir können dafür nichts. Wir können dafür nichts. Bei uns ist das halt eher so. Und bei euch ist das halt eher so. Aber das ist Biologie. Da können wir. Nichts für, aber für beide wirklich, Oxytocin ist das Zauberwort. Ne? Wenn wir uns körperlich berühren, wenn wir Nähe zueinander aufbauen, schüttet unser Gehirn Oxytocin aus. Das ist das Kuschelhormon, volksmundlich gesagt. Das hat auch viel mit Geburt und so weiter zu tun, um Bindungen aufzubauen, um Vertrauen, um soziales Gefüge aufzubauen miteinander. Und in so einem Zustand schlafen wir natürlich viel mit einem Gefühl der Sicherheit ein und Entspanntheit ein, als wenn wir das nicht machen. Das garantiert unseren tiefen, schönen, erholsamen Schlaf. Im Schlaf wird alles aufgebaut, Schlaf ist die anabole Phase. Ne, wenn wir tagsüber Liegestütze machen, dann wächst nachts der Muskel, weil nachts alles aufgebaut wird. Nachts wird einmal das Gehirn durchgespült, da werden Toxine abgebaut, das ist eine Krebsprävention, alle Zellen werden durchgecheckt. Und deswegen sollten wir Schlaf, den Stellenwert einräumen, den Schlaf eigentlich hat, nämlich einen ganz, ganz, ganz wichtigen. Und wenn wir in die Gesellschaft gucken, dann sehen wir alle diese Manager, ne? Elon Musk 5 Stunden Schlaf pro Nacht und schießt Raketen auf den Mars und sonst wohin. Und dann sagen wir, das sind die Erfolgstypen, das sind die Macher, da will ich auch hin. What's next? Was ist mein 3-Jahres-Ziel, 5-Jahres-Ziel, 10-Jahres-Ziel? Yeah, let's go. Ah, ich weiß nicht, das ist schon echt auch wichtig, dass wir uns erholen und dass wir uns diese Ruhepausen gönnen, dass wir Körper und Geist die Chance geben, in eine Balance reinzukommen. Und wenn wir das machen, wenn wir früh genug die Monitore ausschalten, wenn wir Abendrituale etablieren, um unseren Kopf und unseren Körper darauf vorzubereiten, dass es jetzt bald Zeit ist zu schlafen,
Dann werden die Tiefschlafphasen wieder so wie früher, wie wir als Kinder geschlafen haben. Dann wachen wir morgens auf und sind erholter, nicht so im Arsch. Und wir können früher aufstehen, um unser Morgenprogramm zu machen. Und da schließt sich der Kreis. Und dann sind wir vielleicht wirklich irgendwann die glücklichste und friedvollste Menschheit, die je auf Erden gelebt hat. Ganz herzlichen Dank.